heute spielen wir wieder Roblox Brookhaven zusammen mit der Easy Cheesy. Oh yeah! Wir spielen nämlich heute Brookhaven Geburt bis zum Tod als Models. Da kannst du dich gut mit identifizieren, ja? Als, auf jeden Fall. Als Model. Ich bin Naturtalent. Oh, yeah. Okay, alles klar. Let's go! Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Mein Termin ist gleich. Ich habe den voll verschlafen. Okay, hier so. Schlüssel einmal umdrehen. Und dann geht's ab zum Krankenhaus. Hallo, ich habe einen Termin. Ich weiß, ich bin knapp 3 Stunden zu spät, aber das kann ja auch nicht sein. Hallo? Oh, da. Da ist die Ärztin. Hallo? Hi. Hi. Ich habe einen Termin. Ich bin schwanger und mein Baby kommt. Ich weiß, ich bin ein paar Stunden zu spät und mein Bauch tut auch schlecht. Du bist aber schlank für eine Schwangere. Ach, was soll ich sagen? Dankeschön. Ich habe auf meine Linie auch geachtet. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe nur Gurken gegessen, 30 Tage. Die lassen sich echt gehen. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe halt 4-mal am Tag Pilates gemacht und ansonsten sehr auf die Ernährung. Pilates gegessen? Ja, Pilates gemacht und Gurken gegessen. Das habe ich gehört von meiner Mutter. Ah ja, Gurken, genau. Gurken. Ja, wunderbar, alles klar. Dann würde ich sagen, du bist bereit zur Entbindung? Ja, absolut. Okay, dann lass mich die mal aufstehen. Okay. So, dann wollen wir mal. Welches Zimmer hättest du denn gerne? 1, 2 oder 3? Boah, ich hätte gerne die 1. Die 1, alles klar. Dann bitte einmal hier vorne rein. Mhm. Hier in dieses... Sehr, sehr gut. Wunderbar, genau. Okay, alles klar. Dann mach ich mal den Vorhang hier zu. Oh Mann. Ich leg mich schon mal hin. Ich bin so aufgeregt, immer wenn Kinder geboren werden. Oh, alles klar. Klar, das muss natürlich ein toller Job für Sie sein auch. So, jetzt bitte ich noch hätte gerne alle Schmerzmittel. Können Sie mir gerade die Schmerzmittel spritzen, bitte? Genau das hatte ich gerade vor. Da verstehen wir uns doch richtig. Klasse, klasse. Wir haben hier, lass mir jetzt erstmal ganz kurz in deine Nase gucken, ja? Mhm, ja. Ja, okay, alles gut mit deiner Nase? Gut. Ja, die ist eine sehr schöne Nase, die du da hast. So, danke schön. Ich würde sagen, wir hauen dir jetzt erstmal die grüne Spritze hier rein. Oh, ja. Bereit? Oh ja. Okay, zack, einmal rein. Und jetzt klasse. Die blaue. Die muss ich aber einmal in den Po machen. Magst du mal aufstehen? Mhm, alles klar, ich stehe auf. Aber wissen Sie, die Spritzen merke ich mittlerweile gar nicht mehr. Ich lasse mich hier ab und zu mal Botox spritzen, deswegen bin ich das gewöhnt. Das ist gar keine große Sache mehr. Ja, genau. Bist du denn bereit? Ja, ich bin bereit. Sie können wann auch immer, was auch immer machen. Dann fang mal an zu pressen. Okay, ich presse. Okay. Können Sie runterzählen oder sowas? Ich muss ins richtige Mindset kommen. Verstehen Sie? Ich fahre einfach ein paar Mal über deinen Bauch. Und alles klar, okay. Zack. Au. Komm schon. Raus mit dir und... da ist es ja. Ach, klasse, da ist es los. Dankeschön. Oh, ein wunderschönes Mädchen. Ach, das ist ja toll. Ja, klar. Ach, danke schön. Oh, sie ist ja wirklich super süß. Ja, so ein hübsches Baby. Habe ich noch nie gesehen. Darf ich da vielleicht ein Foto von machen? Das kann in unsere Babywand kommen. Oh ja, na klar. Klar, gerne. Soll ich mich hier hinsetzen mit dem Foto? Ja, mit dem Baby? Eine sehr gute Idee. Ihr könnt euch da hinsetzen. Ich hole mal ganz kurz meine Kamera, ja? Eine Sekunde. Alles klar. Ach, du bist wirklich ein niedlicher Fratz geworden. Mensch. Da hat Mami ja schon eine tolle Idee für deine Karriere. Was wird so werden? Bitteschön, da bin ich ja schon. Oh, danke. Bitte einmal lächeln. Hallo, tschüss. Wow, was für ein hübsches Foto. Dann gehe ich mal nach Hause. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Mach's gut. Dann bist du also bald ein berühmtes Model. Dann bringe ich dich mal nach Hause. So, dann achte ich diesmal auch ein bisschen drauf, dass ich ordentlich fahre. Dann passiert dir nichts. So, zack und auf geht's. Och, Mann, Mama, wie lange soll ich denn hier noch so einen Quatsch machen? Kann ich bitte einfach rutschen? Hä, rutschen? Du sollst Sport machen, hast du nicht gehört? Zählt rutschen nicht als Sport? Ich meine, ich schwimme doch auch dabei. Was willst du denn die ganze Zeit? Okay, du darfst einmal rutschen, aber erst, ich mach das zu, aber erst, wenn du deinen Sport gemacht hast. Ist das klar? Okay, dann mach ich jetzt halt meinen Sport. Komm warte. Nach oben. Komm nach oben. Ja, mach nach deinen Sport. Oben, okay. Dann mache ich meinen Sport oben. Darf ich jetzt nicht mal mehr im Wohnzimmer Sport machen, oder wie? Du kannst Sport machen, wo du möchtest. Hauptsache, du machst. Kann ich von hier oben rutschen? Oh mein Gott. Du kannst hier gerade gar nicht rutschen. Kannst du die mittlere Rutsche aufmachen, bitte? Du hast gesagt, du möchtest Model werden, weil du so ein hübsches Mädchen bist. Du hast gesagt, also alles, was ich höre, seitdem ich klein bin, ist, du bist so ein hübsches Mädchen, du möchtest bestimmt Model werden. Ich habe bis jetzt in meinem Leben noch nicht einmal gemodelt. Alles, was ich machen muss, ist Sport essen. Dafür darf ich keinen Kuchen, Sport machen, ich darf keinen Kuchen essen. Doch, du kriegst Kuchen. Hier ist dein Kuchen. Das ist ein Apfel. Das ist kein Apfelkuchen. Da falle ich nicht mehr, aber ist okay, ich mache jetzt meinen Sport. Oh, Mann, Mama. So, wie viel muss ich machen? Ungefähr 10. 1000. Ungefähr. Du isst den ganzen Tag und ich darf nichts essen. So, wieso, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, genug jetzt. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Aber was mit deinen anderen Übungen? Okay, du darfst
einmal rutschen, einverstanden? Okay, okay, machst du auf in der Mitte? Ich hab den Army-General geholt, damit er dir mal ein bisschen Manieren beibringt. Och, nicht schon wieder das Training. Doch, das war so anstrengend. Der hat mich die ganze Zeit angeschrien letztes Mal. Ja, so ist es nächstes Mal auch. Ich mach dir jetzt einmal die Rutsche auf und du darfst einmal rutschen von ganz oben, okay? Okay, immerhin. Yay! Oh mein Gott, Rutschen macht so Spaß. Oh mein Gott. Ich geh nochmal rutschen, Mama. Nein, 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 jetzt wird geschwommen, jetzt wird geschwommen. Schwimmunterricht. Du musst schwimmen, das ist auch gut. Okay, dann zieh ich mal meine Bahn. Bewegung. So. Genau so, super. Und wenn du fertig bist, kriegst du ein Stück von deinem Apfelkuchen. Zwei. Kann ich auch mal was Richtiges essen? Ich hätte gerne einen Burger. Ich kann dir eine Cola geben, hier. Oh, eine Cola? Ja, ja. Oh mein Gott. Coke Zero. Und vier. Zero Kalorien und auch Zero Geschmack. Mama, die schmeckt doof. Ich will die nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ich will kein Model werden. Werd du doch Model. Das ist doch alles doof hier. Ranja, aufstehen. Oh, was Ranja, willst du denn? Steh doch endlich auf. Bist du überhaupt in diesem Bett hier? Hallo? Du nimmst mir meine Jacke weg. Mama. Ja, ich muss dich auf dem Bett schmeißen. Dein erster Auftrag fängt doch jetzt an. Yes, das ist dein erster Auftrag. Mein erster Auftrag, bist du soweit. Jetzt mach dich mal ein bisschen frisch im Bad. Du musst erst mal duschen. Du miefst ganz gewaltig. Okay, ich geh duschen. Oh. Zieh dir was Hübsches an. Da kannst du doch nicht mit auftauchen mit dem. Hä? Die sind voll okay, die Sachen. Ja, die sind überhaupt nicht in Ordnung. Das ist eine Jeans und ein Pulli. Oh, Ronja. Oh Mann, du musst noch viel lernen, wenn du Model werden willst. Immer noch. Du willst, dass ich Model werde, nicht ich, aber gut. So, ist das hier okay? Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Ja. Gut, müssen wir dann los, oder? Ja, wir müssen los, dann komm mal. Boah, es ist mitten in der Nacht, ne? Normale Leute schlafen jetzt. Meine Freunde sind alle in der Schule. Ich habe das nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ich würde lieber sind in der Schule sein. Nachts in der Schule. Pff, weißt du doch nicht. So, jetzt steig mal ein ins Modelmobil hier. Ich steig ein. Okay. Super, dann geht's jetzt los zu deinem ersten Auftrag. Da sind wir auch schon beim Fotoshooting angekommen. Dann komm mal mit hier. Sicher, dass das dein hier ist? Dein Shooting ist nämlich im Privatjet hier im Brookhaven Airport. Aha. Brookhaven. Okay. Meine ich natürlich. Genau, du kannst einmal hier durchgehen. Mhm, okay, hier durch. Waffen musst du abgeben. Ich habe keine Waffen dabei. Deswegen ist nämlich der Army-Mann dabei. Der guckt nämlich, ob wir Sachen dabei haben. Oh, genau, okay. Dann kannst du jetzt hier einmal mitkommen zum Flugzeug. Und hier drin findet der Model Job statt. Oh, ist das Werbung für die Fluglinie? Jetzt verstehe ich. Ich muss leider draußen bleiben, aber ich glaube, der Fotograf, der kommt bald. Okay, okay. Ich setze mich schon mal rein. Dann. Sehr gut. Danke, Mama. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Okay, dann gebe ich mir jetzt Mühe und versuche ein bisschen, keine Ahnung, zu lächeln. Moment, ist hier irgendwo ein Spiegel? Dann kann ich üben, wie es ordentlich aussieht. Okay, warte, hier vorne. So, ich hoffe, das reicht. Hier ist die Küche. Oh, gibt's hier Snacks? Oh mein Gott, hier gibt's Snacks. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass meine Mama das nicht sieht. Oh mein hallo, Gott, hallo, hallo. Pizza. Oh, hier bin ich auch schon. Oh nein, Leute, ich muss das wegstellen. Ah, hi. Ja, hallo, ich habe noch nie ein Model essen sehen. Was ist denn hier los? Ja, ich habe auch nichts gegessen. Du bist doch das heutige Model. Hast du nur dran gerochen, oder? Ich habe nur dran gerochen, richtig. Nur dran. Alles klar, dann komm bitte hier auf deine Position, würde ich sagen, Stell dich hier jetzt mal bitte hin, wir fangen jetzt erstmal an, würde ich sagen, im Cockpit, genau, im da Cockpit. Einmal reingehen. Okay. Soll ich das tun, als ob ich das Flugzeug fliege? Ja, du kannst das Flugzeug fliegen, das sieht sehr gut aus, versuch ein bisschen natürlicher zu wirken, bitte. Ein bisschen natürlicher, Ja, der Soldat, der soll mit aufs Foto, der ist nämlich der Zuschauer. Der soll mit aufs Foto, okay, ja, das ist mein Bodyguard auch eigentlich. Okay, jetzt versuch mal ein bisschen hier zu posen. Okay, Sekunde. So, okay, ist es so gut? Yeah, sehr, sehr nice. Oh Mann, ja, drei Kameras nur auf dich gerichtet. Oh, es ist hell. Okay, wir gehen mal zum nächsten Set jetzt hier vorne. Okay. So, zack. Genau, jetzt sind wir hier nämlich. Such mal den Stuhl aus. Ja, geh mal auf den da bitte. Ja, da. Und, nein, der doch nicht. Oh, da Entschuldigung, dieser hier? Das ist auch der falsche. Kannst du dich mal bitte hier auf diesen Stuhl setzen? Auf welchen denn? Ja, auf den da. Jetzt setz dich auf doch den dahin. Hier. Ja, genau, okay. Und jetzt, Pausen. Okay, so? Ja, da am Fenster ist ein Greenscreen. Da hätten wir einfach dann New York City oder sowas. Ja, yeah, sehr gut, sehr gut. Sieht gut aus. Okay. Alright. Das Bild ist so ein Kasten. Und dann gehen wir nochmal weiter zum nächsten hier auf der Toilette. Okay, klasse. Vielleicht auch vor den News oder so? Nicht bei der Toilette? Nein, natürlich nicht. Auf der Toilette. Auf der Toilette, okay. Auf der Toilette, genau. Das wirkt unnötig, aber gut. Ich aber die Airline möchte ihre großen Flugzeugtoiletten. Hast du jemals ein großes Flugzeugklo gesehen? Nein. Die bewerben das. Okay, ja, so ist so gut.
Ja, sehr nice. Oh yeah, das sieht gut aus. Okay, jetzt noch mal Hände waschen, genau. Genau, beim Händewaschen wollen wir auch nochmal. Yo. Okay. Alter Falter, das machst du wirklich gut. Es ist dein erster Job. Es ist mein erster Job, ja, aber ich wurde mein ganzes Leben von meiner Mutter drauf gedrillt, also. Oh Mann, du musst eine tolle Mutter haben. Klar. Ach, das war wunderbar, wunderbar. Oh, die Fotos, die sind so super. Warte, war's die Erlein schon? Wird so begeistert sein. Ja, das war's. Hier okay, ist dein dann Geld. Fliege ich raus. Willst du dein Geld nicht haben? Oh, Entschuldigung. Wo bist du denn? Ich bin falsch im Springen gegangen. Ja, ich bin wieder. Oh, warte, Richtung ich mach nochmal Bilder von dir. Agentur. Okay. So. Oh, wunderbar. Ich habe die Landung gefilmt. Ist perfekt. Gut geworden? Hier ist dein Geld. So, bitteschön. Oh. Das war dein erster Job und Dankeschön. Glückwunsch. Hey, das ist eine ganz schöne Menge Geld. Warte. Honestly? Das ist ein Haufen Geld dafür, dass ich jetzt vielleicht eine halbe Stunde Fotos gemacht habe und falsch im Springen durfte. Umsonst. Oh, warte, da ist meine Mama schon. Oh mein Gott, ich bin so kaputt von meinem letzten Shooting, ne? Ich musste um die halbe Welt fliegen, gefühlt. Und am nächsten Tag ging es schon wieder los. Ich meine... Ich weiß, und niemand versteht, was das eigentlich für ein anstrengender Job ist. Ich weiß. Ich muss über den Catwalk laufen. Wirklich? Ich weiß. Den halben Tag muss ich laufen, ja? Und es hört ja auch nicht da auf. Wir müssen auf unsere Ernährung achten. Ich mache jeden Tag Sport hier. Das ist, seitdem ich jeden ein kleines Tag Kind mache ich bin. Yoga und ich esse jeden Tag nur ein TikTok und das war's. Aber dafür habe ich diese Blumen gekauft. Guck mal, ja. Wie wunderschön Ach, sie sind. Die sind wirklich und toll. Und diesen Ballon habe ich bekommen bei meiner letzten Fashion Show. Aber ich muss aufpassen, weil damit hebe ich manchmal ab. Oh, wow. Kann ich dir einen halben Apfel anbieten vielleicht? Oh, einen halben würde ich jetzt nicht essen, aber vielleicht rieche ich einmal dran. Oh, ja, ganz ehrlich, weißt du was? Ich habe morgen auch ein Shooting, rieche ich auch nur dran. Ach, das ist... Ja gut, ich habe dann jetzt auch noch ein Shooting. Weißt du, möchtest du vielleicht mitkommen? Mein Agent hat nämlich gerade angerufen, ja. Ach, weißt du was, ich glaube, mein Personal Training Termin ist auch in 5 Minuten schon wieder. In 5 Minuten? Tja, ja, dann sollte ich mal lieber los. Chanel wartet nicht. Mach ja klar. Ciao, ciao. Tschüssi, tschüss. Ah, da sind die Fans wieder. Ah, ihr möchtet wahrscheinlich Autogramme alle. Ihr könnt euch nachher vorm Haus versammeln. Ich gebe nachher Autogrammstunde. Ich habe jetzt erstmal noch Training. Ah, da sind auch die Fotografen wieder, die Paparazzi. Ich gehe mal hier kurz. Ja, Autogramme gibt's später. Hier, Kameramann, es tut mir leid, aber gerade ist nicht so gut. Okay, Wiedersehen. So, dann geht's jetzt aber auch los. So, ab zum Interview. Ah, da sind die Paparazzi wieder überall im Weg. Hier geht's lang, dann glaube ich hier runter. Wo war denn gleich mein Interviewtermin? Mensch, wenn ich das noch wüsste. Dann hier einmal rum. Oh Gott, ich glaube meine Nägel sind gar nicht gut. Habe ich noch Zeit? Eigentlich nicht, eigentlich ist schon wieder kurz vor knapp, aber ich glaube ich muss mir jetzt noch schnell die Nägel machen lassen. Es hilft alles nichts. Hallo. Hi, ist jemand? Ah, hier. Sie arbeiten hier? Hä? Oh, hallo. Sie arbeiten hier? Hi, ich arbeite hier. Hi. Hast du kurzfristig noch Zeit für einen Oh ja, deine Termin? Haare, ich sehe schon, die sehen wirklich schrecklich aus. Komm, ich helfe dir. Meine Haare sind okay. Ich wollte mir meine Nägel machen lassen. Ich habe gleich noch einen Termin. Also ich bin mir nicht sicher bei der Haarfarbe. Ich glaube, wir sollten das umfärben lassen. Also meine Stylistin hat heute Morgen halt die Haare neu gemacht. Ach, deine das ist auf jeden Fall schlecht. Erkennt das halt einfache Leute nicht so. Aber ja, möglicherweise hat sie einfach kein Talent. Aber gut, alles gut, klar. Einfach, machen wir dir die Nägel. Genau. Wenn ich nur so ein kleines bisschen abschneiden könnte von deinen Haaren, naja, nicht so wichtig. Okay, alles klar. Lavendel, bitte. Lavendel. Lavendel, ja, natürlich. Und mit Strassstein ist aber selbstverständlich, nehme ich an. Ja, alles klar. Sehr gut. Das super, werde ich schon. Wir haben es schon. Supi, danke schön. Ja, dann alles bezahle klar. Ich noch einmal schnell. Das hätte ich doch ganz gerne, das Geld. Wunderbar. Ja, okay. Super, perfekt. Danke. Danke, mach's gut. Ciao. So, dann geht's jetzt hier einmal weiter. Wo ist denn mein Termin? Der ist, glaube ich, Mensch. Gott, jetzt wird's auch schon dunkel. Wie spät ist es denn? Okay, 19 Uhr. Mein Termin war um 5. Das heißt, ich bin kaum zu spät. Okay, dann werden die ja wohl noch warten auf mich. Immerhin bin ich berühmt. Hallo. Hallo? Oh, hi, da bist du ja endlich. Hallo, Hi. Willkommen. Oh, warte, ich pack das Mikro noch mal ganz kurz weg. Ja, wir fangen sofort an. Möchtest du dich kurz hinsetzen? Ich mach kurz die Anmoderation. Soll ich hier ans Pult oder da ist nicht so gut, weil da mache ich kurz die Anmoderation. Du kannst dich auf einen der weißen Stühle da setzen. Okay, dann setze ich mich hier die schon helle mal rüber. Farbe da hinten. Genau, sehr gut. Ach, die sind alle immer so hohl, diese Models. Meine Damen und Herren, damit begrüße ich Sie hier heute recht herzlich. Bei uns im Studio haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Ja, hi, ich bin der Model. Ja, wir setzen uns einmal darüber. Hier, so, willkommen alle. Okay, dann erzähl mal, wie ist es so?
so ein Model zu sein. Ah, wissen Sie, also ich bin jetzt ja schon... Raten Sie mal, wie alt ich bin. Das ist immer ein Spiel, das spiele ich ganz gern. Oh, das ist ein ganz lustiges Spiel. Mhm. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, dass du 18 bist. Kann das sein? Ja, das denken viele tatsächlich wegen meinem jugendlichen Aussehen. Aber mittlerweile bin ich 45 Jahre alt. Und du bist... Was? Wirklich? Ja. Das ist jetzt wirklich überraschend, aber okay. Ja. Alles klar. Ja, das ist auch, wenn man ganz nah ranzoomt, aber das kann man wirklich eigentlich nicht sagen. Hast dich gut gehalten. Dankeschön, Dankeschön. Ja, also meine Mutter hat da schon auch immer Wert drauf gelegt, von klein auf. Ich war halt ein hübsches Baby, wissen Sie? Ja. Wurde mir auch immer gesagt. Und deswegen war eigentlich relativ schnell klar, dass ich Model werden muss. Und ich kann Ihnen... Ich führe Ihnen mal vor. Und zwar, was bei mir so ein bisschen die Spezialität ist, ist, ich denke, der Walk, der Catwalk, ja, den können halt viele nicht, ja. Okay? Können sich gerne auch mal angucken oder auf Kamera kriegen. 1, 2, 3 und... Wow! Oh mein, ja. Gott, das hat mich auch... Ich weiß, Gänsehaut, ja, Gänsehaut. Das ist ja wirklich unglaublich. Das ist wirklich toll. Achso, zu Ihrer Frage, es ist gar nicht schlecht, Model zu sein. Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Am Anfang hatte ich ein paar Schwierigkeiten als Kind, aber was wissen Kinder schon, nicht wahr? Und ja, das stimmt. Ja, ansonsten, klar, es ist jetzt halt im Rampenlicht aufzuwachsen. Okay, hast du denn Tipps für Leute wie mich? Tipps für Leute wie Sie? Klar. Ich sehe hier nämlich zum Beispiel bei Ihren Haaren, die würde ich auf jeden Fall mal umfärben lassen. Ich weiß nicht, ob der Zopf eine Frisur ist. Die Augenbrauen müssen auf jeden Fall ab. Die Augen gar nicht gut. Ab. Oh, genau, und wegen Operation, ich denke, wir können da mit Ihrer Augenfarbe noch was machen. Ach, tatsächlich? Und was ich machen lassen habe, das sehen Sie wahrscheinlich gar nicht, ich habe mir die Arme verlängern lassen. Das ist eine ganz subtile Veränderung. Eine Armverlängerung, natürlich. Eine Armverlängerung, das ist richtig schön. Das ist ja auch wirklich im Trend. Ja, ja, das sagt man ja auch immer bei den Models, also das sehen Sie ja auf den Plakaten immer mit den, also mit den Armen. Also das war's dann jetzt hier mit unserem Model-Besucher heute Tag. Wie gesagt, die sind alle gleich hohl in der Birne und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! So, war's das? War das gut? Ja, das war wirklich wunderbar. Danke für deinen Besuch. Das war wirklich eine Ehre für uns. Okay, klar, kein vielen, Problem. Vielen Dank. Tschüssi. Mach's tschüssi. Gut, tschüss. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Termin. Und, da ist mein Auto. Dann geht's wieder ab nach Hause. So, danke schön, dass ihr euch alle hier versammelt habt für den Tod von Ronja. Das hier, wie ich das verstehe, sind die beste Freunde. Bist du die beste Freundin? Ich hab dir gesagt, sie soll jeden Tag ein Kaugummi essen. Oh, da wäre das nicht passiert. Wegen dem Kaugummi? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hätte sie wenigstens jeden Tag kaum ein Kaugummi gegessen, wäre sie nicht verhungert. Ach, sie ist verhungert? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, sie war Model, so wie ich, aber sie wollte ja keine Kaugummis essen. Und du isst Kaugummis und deswegen kann dir sowas nicht passieren? Ich esse Kaugummis jeden Tag ein, da kann das nicht passieren. Ach so. Okay, dann komme ich mal wieder weiter zu meiner Abschiedsrede. Wir alle werden Ronja vermissen. Es waren schöne Zeiten mit ihr und ihre vielen Freunde haben sie wertgeschätzt. Oh nein, mein Timer klingelt, ich muss Sport machen. Und 1 und 2 und 3 oh, und 4 und das wirkt nicht gesund. Und 2 und 3 und 4. Okay, gut, dann beende ich hiermit die heutige Zeremonie. Vielen Dank an alle Trauernden, die gekommen sind. Und, ich bin tot. Oh, du bist tot? Ist das ein Witz? Gott, die ist tot. Oh, Mann. Na gut, ein weiterer. Den komme ich direkt in den Sarg packen. So, das war's mit dieser Folge. Roblox Brookhaven. Geburt bis zum Tod als Model. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal und den von der Easy. Da kommen nämlich auch viele coole Brookhaven-Videos. Und dann, oh yeah. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.